Mit dem knappen 0:1 im Heimspiel gegen Bad Schallerbach war der ASK St. Valentin vom Auftritt her gar nicht so unzufrieden. Das sollte am Mittwoch in Linz ganz anders ausschauen. Die Gäste in den roten Dressen agieren bei Edelweiß ideenlos bis konfus, aber der Reihe nach. Minute 12, dann beide Teams schon ein jeweils klares Abseitstor erzielt und Kenan Ramic prüft erstmals Gästetorhüter Elias Bogenreiter. Ramic soll ja wohl nach dem Abgang von Pipo Frühwirt nun allein für die Tore im Strafraum sorgen. Jetzt eine knappe Viertelstunde auf der Matchuhr und nach einem Ramic-Pass gibt Gentian Latifi den Ball einfach nicht mehr her und erzielt unter rotem Begleitschutz den Führungstreffer der Union Edelweiß. Na, das ging ja einfach, mag der von Hertha Wels gekommene Serbe denken. Das 1:0 für die Hausherren. Die beste Gästechance dann 5 Minuten später. Gartringer mal auf Verdacht hoch nach vorne, der Abwehrversuch von Tobias Hahn nicht erfolgreich, Pointner mit dem Schuss und Leonhard Berger mit der Parade. Dann schon wieder die Linzer über links, über Christian Rausch. In der Mitte lauert Ramic, knapp daneben ist aber eben auch vorbei. Minute 39, Latifi spielt nach einem Foul an ihm den Freistoß schnell ab, Ramic zu Distarević, der macht noch einen Haken und erhöht mit flachem Schuss auf 2:0. Adelaide Distarević besorgt damit den Pausenstand im Linzer Süden, Edelweiß führt gegen St. Valentin mit 2:0. Zweiter Durchgang, Freistoß Sebastian Madl. Matthias Gartringer springt hoch, aber er köpfelt genau auf Leonhard Berger. Dann Fehlpass in der Linzer Abwehr. Der eingewechselte Thomas Rauch nutzt das aus und Matthias Ablinger hält ihn zurück. Die mitgereisten Fans von St. Valentin fordern die rote Karte und die hat Robert Platzer auch parat. Platzverweis, entschuldigen Sie das Wortspiel, in Minute 52. Doch wer nun dachte, das Match könnte kippen, der sollte sich irren. Auch mit einem Mann weniger bleibt Edelweiß gefährlich. In Minute 66 erhöht Latifi mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Das veranlasst die Linzer Vizebürgermeisterin zu einem Selfie. St. Valentin wirkt in dieser Phase hilflos. Nur 5 Minuten später die nächste gute Chance. Kenan Ramic und das 4:0. Das sieht man nicht oft, dass ein Team in Unterzahl 2 Tore erzielt. Wobei, genau genommen, sind es letztlich 3. Denn wieder nur 2 Minuten später schnürt Ramic den Doppelpack und erhöht auf 5:0. Das Match damit endgültig gelaufen. Die Linzer schon in Feierlaune kassieren noch 2 späte Gegentreffer durch Julian Riedl, der ein wenig was für die Moral seiner Mannschaft tut, aber am Ende ist es ein ganz deutlicher 5:2 Erfolg der Union Edelweiß Linz über den ASK IHK Steyr St. Valentin. Ich habe den Eindruck gehabt, dass der Ausschluss Valentin eher verleitet hat, dass sie nur offensiver spielen, dass sie eher die Defensive aufgeben, mit allem Mann noch vor, einen Anschlusstreffer irgendwo erzwingen und das hat uns dann natürlich Räume gegeben. Wir waren zwar nicht zurück, muss man natürlich offensiver werden, haben natürlich auch Räume hergeben dann hinten, dass man aber dann 3 Gegentore kriegt. Oder sagen wir so, dass man 3 solche Gegentore dann kriegt mit ein, zwei Pässen. Muss man schon sagen, das ist fast, ja, Jugendfußball, wenn ich sage, ist eigentlich dann ein Schimpfwort für den Jugendfußball.